Mein Name ist Udhor. Ich komme aus der asiatischen Gegend. Meine Familie macht schon die ganze Zeit Kampfsport und das hat mich schon immer fasziniert gehabt und habe nur noch nichts für mich gefunden, bis ich auf Budokan gestoßen bin. Vom Beruf her bin ich Projektcontroller und da hat man sehr, sehr viel Stress, sehr viel Kampf mit den Unternehmern und da brauche ich einfach einen Ausgleich dafür. Und da ist Budokan für mich perfekt, weil da kann ich herkommen, ausschalten und wenn es sein muss, eben mich auspowern oder meine innere Ruhe wiederfinden durch die ganzen Katas mit den Schwertern. Und deswegen ist es für mich faszinierend, Budokan zu machen. Zu Metin Kayan bin ich gekommen über meine Frau. Sie hat mir das auch auf Facebook gezeigt gehabt. Und anfangs war ich sehr skeptisch, dass ein türkischer Abstammiger eben asiatische Kampfsportart macht. Und davon wollte ich mich eben selber überzeugen und habe dann die ersten Unterrichtsstunden mit Metin durchgeführt und war fasziniert davon und war richtig begeistert und habe mich dafür dann einfach mitreißen lassen und bin jetzt intensiv mit Metin Sensei da am Trainieren. Ich habe lange nach einem richtigen Kampfsportart für mich gesucht, habe Judo angeschaut, Karate angeschaut und jetzt mit 42 Jahren habe ich endlich einen Kampfsportart gefunden, was mich voll und ganz ausfüllt und mich richtig fasziniert. Und daher bin ich auch mit voller Energie dabei und ich kann das nur jedem empfehlen, der so wie ich einen stressigen Job hat und sich einen Ausgleich braucht.